und jetzt willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir der Dopdemie. Und ja Leute, das neue Pool-Update ist da. Wir haben 3 neue Pets, einen neuen Pool-Shop und noch vieles mehr. Das alles schauen wir uns gemeinsam in diesem Video an. Ich bin mega, mega gespannt, Leute. Ich bin richtig gehypt, dort jetzt hinzugehen. Wenn du auch geil bist, lass gerne einen Daumen rum da und abonniere den Kanal und Adblocke, um keine weiteren coolen Roblox-Videos mit zu basteln. Ich werde jetzt zur Pool-Party gehen, Leute. Hot Springs ist für immer weg. Dafür haben wir jetzt die neue Poolparty. Und wir gehen hin, Leute. Dafür teleportieren wir uns einfach direkt mal zu den Geschenken. Und da hinten sehen wir sie schon, Leute. Ich würde sagen, laufen wir dorthin nach dem Intro. So, Leute, hier ist es. Oh mein Gott, die neue Poolparty. Ja, Leute, wer kann sich noch an die alte Poolparty erinnern? Schreibt mir in die Kommentare. Und schreibt mir auch in die Kommentare, was findet ihr cooler, Hot Springs oder das? Ja, Leute, Hot Springs ist weg und wir haben jetzt eine neue Poolparty. Und es sieht mega, mega cool aus. Ja, Leute, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier haben wir auf jeden Fall irgendwelche Fontänen, einen riesigen Pool, Leute, wo man einfach chillen kann, abhängen kann und so weiter und so fort. Wir haben hier ein riesiges Aquarium, welches ziemlich cool aussieht, wenn ihr mich fragt, Leute. Sieht ziemlich nice aus. Man sieht im Hintergrund, die Fische sind so ein bisschen komisch, sag ich mal. Aber es erfüllt seinen Sinn und Zweck. Also, sag ich mal so, es ist nicht so schlecht an der Stelle. Dann haben wir hier, Leute, noch weiter Wasser. Es ist so ein Beach, es ist so ein Strand, Leute, als ob wir so an einem Strand wären, den wir in Adopt Me auch noch nicht so wirklich haben. Dann haben wir hier hinten, Leute, hier hinten haben wir noch eine heiße Quelle, um ein bisschen Hot Springs noch hier drin zu haben, Leute. Einen Whirlpool. Mega nice. Und kann man hier auf den Knopf drücken? Man kann auf den Knopf drücken. Was macht der Knopf, Leute? Licht? Nee. Boah, Leute, er macht hier, ihr seht das, er macht den Qualm da drin, er macht das heiß. Oh mein Gott, das ist cool, Leute, das ist nice, okay. Das wusste ich nicht. Und dann können wir uns hier noch hinsetzen. Hier gibt es noch ein paar Flamingos, ein paar coole Wasserfälle. Es sieht allgemein mega, mega cool aus, Leute. Ich finde es auf jeden Fall ein sehr cooles Upgrade zur Hot Springs. Ich finde Hot Springs sah auch immer cool aus, aber das hier ist nochmal, Leute, Next Level. Und es ist die Poolparty, Leute. Oh mein Gott, können wir aus dem Sprungbrett auch springen? Können wir drauf und jetzt boink? Naja, nicht so wirklich, aber so halb auf jeden Fall. Also man kann es auf jeden Fall benutzen. Hier haben wir jetzt auch noch 1 der 9 Ringe. Ja, Leute, der Poolshop wird ja komplett geupdatet. Von innen und auch von außen. Und von außen ist es eine absolute Augenweide, Leute. Schaut ihn euch mal bitte an. Wie cool sieht der denn bitte aus? So ein Beachshop ist das. Aber der sieht absolut heftig aus von außen. Den würde ich gerne als normales Haus haben von außen. Also der sieht echt schon ziemlich cool aus. Der hat auch sehr viele Eingänge. Hier oben hat der Eingänge, unten hat der Eingänge. Wir gehen jetzt mal rein, Leute, in den neuen Beachshop und ich bin mega gespannt. Rein hier und hallihallo. Oh, er hat auch 2 Etagen, Leute. Hallo, Brad. Die haben wir zum letzten Mal geredet, als wir noch in Hot Springs waren. Und du hast einen neuen Shop. Und hier gibt es neue Surfboards, Leute. 600 Bucks. Wow. Hier gibt es neue Floaty Raft. Auch sehr, sehr cool, Leute. Und hier, hi, die 3 neuen Pässe, der Goldfisch für 1400 Bucks. Wow, ich bin aber sehr gespannt, wie der Neon aussieht. Ich finde, sonst sieht er auch sehr cool aus, der Goldfisch. Leute, also 1100 Bucks ist nicht gerade wenig. Wir werden uns ihn sehr wahrscheinlich einmal kaufen. Und wir schauen uns auch gleich an, wie der Neon aussieht. Und dann haben wir noch den Red Sand Dollar und den White Sand Dollar, der irgendwie nicht wirklich weiß ist, oder? Ist doch nicht weiß, Leute. Und hier hinten haben wir noch die neuen Party Marimite Floats. Die neue Floating Pizza, Leute. Und dann haben wir auch noch Party Inner Tube. Und ja, Leute, die neue Pizza sieht sehr viel cooler aus. Und die hier sehen auch sehr viel cooler aus als die alten Sachen. Die wurden ja quasi nochmal erneuert. Aber wir kennen die ja schon, aber damals sahen sie älter aus. Habe ich überhaupt eine Floating Pizza, Leute? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Wir suchen mal nach Pizza. Habe ich eine? Ich habe eine. Schau dich den Unterschied an, Leute. Man sieht auf jeden Fall, grafisch mäßig, sieht man auf jeden Fall einen immensen Unterschied, wenn man sich das beide mal so nebeneinander anschaut. Also da ist die neue schon auf jeden Fall cool. Und die wird sich direkt gegönnt. Leute, die sieht auch mega nice aus. Und die hier sehen auch viel besser aus. Und ja, Leute, wir gehen mal nach oben. Oh, hier haben wir noch Nudeln, Leute. Eine Poolnudel. Die holen wir uns direkt auch mal in Rot. Yeah, hallihallo. Und dann haben wir hier noch, das sind das Schwimmflügel. Ja, Leute, Water Rings. Water Wings einfach. Oh, mega nice. Wisst ihr was? Die holen wir uns auch einfach mal. Komm schon, 50, boom. Die holen wir uns in rosa. Oh mein Gott, schaut mich an. Was ist das denn? Ja, okay. Bleiben wir damit über Wasser? Das ist jetzt eine gute Frage. Und Arschbombe!
Ich meine, wir können runtertauchen an sich. Ich weiß nicht, ich glaube, sie sind einfach nur für den Look da, Leute. Aber es ist auf jeden Fall schon cool. Kann man auf jeden Fall machen, Leute. Hier draußen kann man noch was Schönes essen mit seinen Freunden. Wobei man sich hier nicht hinsetzen kann. Irgendwie merkwürdig, okay. Jetzt frage ich mich aber, Leute. Hier geht's noch nach oben. Gibt's da oben noch weitere Sachen oder was ist hier? Ist hier einfach nur Optik. Okay, es sieht aus, als wäre hier einfach nur Optik. Und hier ist dann noch ein Ausgang. Also ist alles Wichtige hier unten. Okay, hallo Goldfisch und hallo Red Sand Dollar. Die kosten 240, Leute. Man kauft sich beide für 240 Robux. Das Ganze machen wir jetzt auch mal, falls du übrigens Robux oder Robux kaufst, mach das gerne mit Starco Jojo. Wir kaufen uns das Ganze jetzt, Leute. Boom, jetzt haben wir zwei Pets. Zack. Hier haben wir den White Sand Dollar und den Red Sand Dollar. Und wir kaufen das Ganze nochmal. Und da geht einer, also beide von euch quasi, in die Kommentare. Das heißt, schreibt einen Roblox-Namen in die Kommentare. Und du hast die Chance, einen von den beiden Rackern hier zu bekommen. Und yo, hallihallo. Wow, er kann sich sogar knicken, Leute. Okay, in der Hand sieht doch gar nicht mal so bad aus. Also, ich weiß nicht, ich bin jetzt kein riesen Fan vom Pet, aber ich meine, es ist okay. Es ist solide, Leute. Kann man auf jeden Fall nichts mit falsch machen. Und der Goldfisch, Leute, den holen wir uns auch einmal. Er ist zwar sehr, sehr teuer, aber er ist auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Der sieht schon cool aus. Vor allem, wenn man ihn so trägt, sieht der schon nice aus. Der macht auf jeden Fall einiges her. Jetzt bin ich aber noch gespannt, Leute. Wie sieht der ganze Hase bzw. Fisch eigentlich in Neon aus? So, Leute. Pool Party 2023. Schauen wir uns erstmal den White Sand Dollar an. Ultra Rare und den Neon. Boom. Wow. Okay. Okay. Nicht schlecht. Sieht okay aus, Leute. Und Mega Neon sieht dementsprechend dann so aus. Kann man mitarbeiten, Leute. Finde ich ganz okay. Finde ich ganz okay, Leute. Unser Goldfisch wird müde. Bist du müde? Und ja, Leute, er wird müde, seine Augen fallen zu und jetzt ist er am Schlafen. Ich will auch schlafen. Oh ja, und dann haben wir noch den hier, Leute, auch unter der und boom. Okay, hat dasselbe Neon-Schema. Hätte ich mir auch schon gedacht. Sieht aber auch ganz okay aus, Leute. Orange mit Rot kann man gut matchen. Und jetzt bin ich gespannt, Leute, der Rare Goldfisch Neon. Ja, okay. Sieht okay aus, Leute. Ist okay. Ist nice. Kann man machen, Leute. Kann man machen. So blau, rot oder orange passt auf jeden Fall. Finde ich ganz okay, Leute. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Sieht aber an sich eigentlich ganz cool aus, Leute. Und eventuell bekomme ich auch noch davon einen Neon. Ich hoffe es zumindest. Und Leute, ich bin immer noch ein Riesenfan von dieser Pizza. Ich bekomme Hunger. Wieso bekomme ich Hunger, Leute? Das ist gar nicht gut. Wie teuer sind die hier nochmal, Leute? Wisst ihr was? Davon holen wir uns auch einmal. Und zwar in blau. Ja, jetzt sieht es aus wie ein Delfin, Leute. Jetzt sieht es aus wie ein Delfin. Schmeißen wir das Ganze. Oh, jetzt ist es Nacht, Leute. Bei Nacht sieht das auch mega nice aus, muss ich sagen, Leute. Schmeißen wir das Ganze hin und jetzt. Wuhu. Warte mal, kann ich hier nicht draufsetzen? Hallo? Kann ich mich hier nicht draufsetzen? Hallo? Ah doch, kann ich. Jetzt chillen wir hier, Leute. Mit unserem Goldfisch, der hier schön im Wasser herumspringt. Und wo ist unsere Pizza, Leute? Hier. Hier ist unsere Pizza. Boom. Wow. Nicht ertrinken, Pizza. Hallihallöchen. Hier kann man sie auch draufsetzen. Ja, Leute, aber an sich ist das die neue Poolparty. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, finde ich. Auch cooler als Hot Springs. Wobei ich Hot Springs eigentlich auch ganz cool fand. Definitiv besser als die alte Poolparty. Aber Leute, ich vermisse echt eine Sache. Ja gut, wir haben jetzt Sprungbretter und so, aber Leute, was fehlt hier? Genau, wo ist die Wasserrutsche? Das kann doch nicht sein. Wo ist die Wasserrutsche, Leute? Ich wollte doch hier irgendwo runterrutschen ins Wasser rein, aber wir können es nicht, weil wir haben keine Wasserrutsche. Dafür sieht der Shop schon sehr, 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 sehr cool aus. Und das Ganze auch, Leute, mit dem riesen Aquarium. Es ist auf jeden Fall schon cool. Sehr, sehr cooles Update. Und dann würde ich sagen, oh ihr Gott, Leute, fängt an zu stinken. Er fängt an zu stinken. Das kannst du doch nicht machen jetzt. An der Stelle würde ich aber sagen, war's das mit der Folge. Falls euch gefallen hat, gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal und Arc-Blocke, um gerade einen coolen Roblox. Würdest du mir zu passen? Er hat Durst. Das heißt, du kriegst jetzt hier einen Schokoladentrink. Ja, du Fisch. Oh, es ist doch Wasser. Okay. Und ja, dann würde ich sagen, haut hier rein und ciao, Leute.